Moritz, herzliche Gratulation zum Einsatz, zum Spiel und natürlich zum Tor. Du hast dich sehr gefreut, logischerweise, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ein schöneres Gefühl gibt es, glaube ich, nicht. Du warst mal für einen Moment raus aus der Mannschaft. Der Trainer war bei irgendeinem Spiel nicht ganz so zufrieden, als du eingewechselt wurdest. Heute haben wir uns gefreut, dass du gleich von Beginn an dabei warst. Hast du dich irgendwie am Riemen gerissen, besonders geändert? Oder war es einfach nur deshalb, weil doch heute die jungen Leute die Leader sein sollten? Nein, ich denke, der Trainer hat gesagt, wir sind alle eine Mannschaft, wir gehören alle zusammen. Und da spielen Jung und Alt keine Rolle. Also Mittwoch ist das nächste Spiel und dann sind die anderen wieder an der Reihe. Aber bei uns gibt es nicht A, B oder C, bei uns sind alle eins. Und du fühlst dich wohl in der Mannschaft, man merkt dir das auch an, ne? Ja. Ja. Wie geht's jetzt weiter für dich persönlich? Also der Aufstieg naht ja und hältst du dich für gut und stark genug, auch weiterhin mitzumachen, auch in der dritten Liga? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja. Weil? Ich werde mich anhalten, ich werde alles geben und versuchen, weiter dran zu bleiben und auch in der dritten Liga zu bestehen. Auf alle Fälle, ja. Was sagst du zum Publikum? Unglaublich. Ich habe noch nie so vielen Menschen gespielt, das war Wahnsinn. Ja. Das war Wahnsinn. Und ich glaube, sie haben auch ein Gespür dafür. Wer sich Mühe gibt, wer eifrig ist, wer jung ist, nimm die Geißlers, nimm dich, nimm Max Grundmann, die tragen es auf Händen. Ja, danke ich auch. Ja. Und nun, Mittwoch? Mittwoch, neues Spiel, neues Glück. Und wieder mit den jungen Kadern. Ich hoffe doch. Zumindest hat es der Trainer so prophezeit. Dann sind wir mal gespannt, ne? Lassen wir es auf uns zukommen. Was wird gefeiert heute? Wie wird gefeiert? Bei dir persönlich? Ganz normal. Ich werde mich erstmal ausruhen, erholen, die Sonne noch genießen. Schön. Ja. Okay, alles Gute, viel Spaß noch. Danke.